Ja, und bezaubernd ist auch das Lieblingsplatzerl, das uns nun wieder ein Prominenter vorstellt. Sie wissen ja schon, viele Schauspieler und viele Künstler haben in Niederösterreich ihren schönsten Platz gefunden. Für Gerhard Tötschinger ist das ein Museum in Weidhofen an der Ybbs. Marie-Christine Giuliani hat mit Gerhard Tötschinger dieses Museum besucht. Weidhofen an der Ybbs, das ist das Stadtmodell. So hat das einmal ausgesehen. Ganz so schaut es nicht mehr aus, aber es schaut immer noch wirklich wunderschön aus. Es gibt jede Menge Türme, Stadtturm, Ybbsturm, Kirchtürme. Es gibt ein sehr schönes Ortsbild überhaupt im Ganzen, wie wir sehen. Und dann gibt es an einem schönen Platz das alte gotische Rathaus und gleich daneben ist das Museum und da ist vieles zu sehen. Tötschinger, wenn Sie in Weidhofen an der Ybbs sind, wo Sie sich ja sehr wohlfühlen, gibt es da irgendetwas, wo Sie dann gern kulinarisch vorbeischauen? Ja, ich hätte hier mehrere Möglichkeiten in Weidhofen, das muss ich schon sagen. Aber einer bin ich seit Jahrzehnten verfallen und das ist Kaffee trinken beim Piatti. Und da ist Museum plus Konditorei plus Buchteln, es ist der absolute Wahnsinn. Das Rezept für die Weidhofener Buchteln finden Sie auf unserer Homepage unter noe.orf.at. Die Buchteln kamen in einer 100 Jahre alten Backform an den Tisch, sehr zur Freude unseres Gastes. Aber ein Augenblick gelebt im Paradiese wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt. Bitte für mich auch einen Teller.